Und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme vom Destiny-Projekt. Ja, wir starten noch direkt die Uhr. Und leider war auch die letzte Aufnahme ein bisschen kürzer. Deswegen können wir jetzt ein bisschen reinhauen und sagen, Hallöchen. Oh ja. Rhino Power! Du gehst mir nämlich gerade da auf den Keks. So, wir müssen mal eben was fräten. So, und wollten ja auch mal was fertig machen. Plupp, warte mal, wo kommt... Das kommt hier, ne, das ist zum Zaubern. Monster-Sachen kommen hier rein mit. Irgendwas, was ich nicht brauche, kommt hier rein. Oh. Star-Pieces können auf jeden Fall da rein. Essen. Irgendwelcher Müll. Und Monster, das ist eigentlich wieder geil zum Abbauen. So, Holz. Kommt hier gerade mal hin. Und dann brauchen wir das und das und das und das. Da brauchen wir auch noch eigentlich 8 Stück von. So, jetzt hatte ich doch diesen komischen, zauberhaften Kelch. Da können wir nämlich Wasser reintun. Ich glaube, der ist auch hier drin, ne? Also. Da können wir Wasser reintun. Was steht da noch? Infinity Water Bucket. Unless you drink from it. This life for hungry. Okay. Okay, schauen wir gleich, was der wirklich bringt. Nein. Okay, gehst du jetzt da oben hin? Weil du kommst nämlich nicht hier rein, du kommst hier nicht rein. Das kommt noch da rein. Und der kommt noch da rein. Ach, ich habe immer noch die blöden Spinnenaugen hier drin. Die sind aber Armadillo, ey, ja, dann bleib hier drin. Dann freu dir den Keks. So, jetzt holen wir erstmal dit. Jetzt holen wir uns erstmal Wasser. Damit können wir nämlich unendlich Wasser irgendwo hinsetzen hier mal. Dann brauchen wir nämlich keine Eimer. Können leider aber keine Lava damit transportieren. So, nun. Bräuchten wir eigentlich Cobblestone oder einen Untergrund, wo wir alles draufbauen können. Dafür habe ich, glaube ich, auch das... Habe ich genug Cobblestone dafür? Ja, das könnte knapp werden. Jetzt müssen wir mal farmen gehen. Das Problem ist jetzt, willst du... Schlafen gehen. Das Problem sind in... komplett unterschiedlichen Städten und wir können uns nicht absprechen, wenn wir schlafen gehen wollen. Deswegen warte ich jetzt gerade, ob er jetzt sagt ja oder nein. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Wenn er jetzt ja sagt, können wir jetzt hier im Schlafen gehen, aber wenn er nein sagt, habe ich das Problem an der Backe. Kann mich kurz auslegen. Okay. Okay, der hat jetzt ausgeluckt. Set home. Wir hoffen, dass er aufnimmt. Okay. Jetzt könnte er eigentlich schon wieder rein. Kann aber jetzt nicht schreiben, weil ich jetzt gerade auch den nicht weiß, wie der MT Skype heißt. Und im TS bin ich gerade auch nicht drinne. So. Da, so. Komm, geht mal weg, ihr ollen Mistviecher. Alter Mumie. Hopp. Muss ich nochmal schreiben? Okay. Naja, weiß ich nicht, was er jetzt vorhatte. So. Hier kommt jetzt erstmal eine Schicht hin, dass wir alles hinsetzen können. Sprich Wasser und die ganze Erde da drauf, sowie die ganzen anderen Materialien. So. Dann haben wir nämlich hinten ein kleines Feld. Ah, der Turm kommt sowieso noch weg. Der ist jetzt ein Proforma da. Das heißt, ich werde mich das jetzt ungefähr mit dem Feld anpassen hier. Achso, ich brauche noch die Fackeln. Ich fackel ja nicht lange. So. Redstone, das. Und ich brauche irgendwie... paar... Hebel. Da machen wir mal 4. Brauchen wir vielleicht sowieso öfters. 4 Hebel. Dann machen wir das mal eben so. Ne, so ist schlecht.
Hier kommt jetzt auch noch Wasser drauf. Das heißt, machen wir mal noch so. Dann kommt hier Erde. Blub, 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 blub. Hier wird ja Wasser sein. Da brauchen wir nicht. Jetzt brauche ich höchstens da ein Pisten. 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5. 6, 7, 8. Das sollte reichen. Da kann ich von links und rechts viermal Wasser. So gerade auf. Weil muss er ja, weil wenn er hier drauf will, beziehungsweise ja, wenn er auf den Server kommen möchte, muss er natürlich auch die Pflicht bewusst sein, dass er aufnimmt. So, wie weit geht denn der Trank, beziehungsweise der Kelch bis dahin? Okay. Und von hier aus gesehen. Jetzt mache ich hier nicht so einen Abgang. Ah, du machst doch einen Abgang, das war klar. Das Problem ist jetzt da hinten an. Hier kommt nämlich schon mal Sand rein. Oh. Hier kommt Sand, hier drückt der hoch. Dün, dün, dün. So. Dann nehme ich hier gerade ein bisschen Zeug hin. Dün. Klack, 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 klack. Müssen wir uns auch bald in die Hölle begeben, damit wir eine automatische Melonenfarm auch noch hier hinzimmern können. Damit wir auch Melonen haben. Weil je mehr Essen wir haben, desto besser ist es natürlich. Aber das gefällt mir natürlich auch hier nicht. Ah, ist auch natürlich. Darfst du nicht. Musst immer aufnehmen. Ja, für was? So, da sind wir auch ganz drin. Da müssen wir mal gucken, wer das ist. Eins. Ach, ich bin doch blöd. Die brauche ich doch gar nicht hier. Die beiden brauche ich. Boah, eine Güte, wie tierreich ist denn hier? Sand, Sandstone brauche ich nicht, ich brauche Sand. Hopp! Alter, willst du dich mit mir anlegen? Willst du dich mit mir anlegen? Komm her. So, das kommt schon mal hier hin. Müssen wir hinten auch noch einen frei machen. Das kann man auch im Singleplayer machen. Das geht auch im Singleplayer. So, hier unten auch alles rausrupfen. Muss alles schön aussehen. Hier müssen wir nämlich ein paar Repeater ranlegen und machen wir den Hebel erst ganz weit oben. Da müssen wir nicht so viel Whetstone verbrauchen. Whetstone, guten Tag. Warte mal, wir haben doch hier eine Fortune-Spitzhacke. So. Nur noch Repeater hier dran. Da bin ich auch ein Dussel, da brauche ich die ersten beiden auch nicht. So, die müssen da noch hin. Dann würde ich sagen, mache ich erst vorerst hier einen Hebel hin. An diesen Stellen. Komm, 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 komm. So, machen wir das jetzt einfach so. Fertig. Hier noch einmal hin, Hebel erst hin. Oh. Genau, so sollte es das sein. Kennt man das auch eigentlich schnell im üblichen und im Singleplayer ist das ja auch so normal, dass das so schnell gehen muss hier. Meine Güte, wo kommen die ganzen Monster her? Ach, die ganzen Tiere. Bist du doch noch bekloppt. Auch bei so Sandwürmern oder sowas hier. Meine Güte, die sterben auch nicht, die Mistviecher.
So, Erde noch rein. Sonst mal eben schnell ein bisschen Erde machen. Wobei wir auch nun erst die Felder machen können, wo jetzt gerade die Wasserschleusen hier sind. Und Cobblestone habe ich auch nicht mehr so viel. Nein, kein Cobblestone mehr. Dann können wir erstmal was wegtun, was wir gerade nicht brauchen. Den Kelch tue ich hier in Redstone, Redstone, das kann weg, das kann weg. Hier so Sand, das kann auch erstmal weg. Müll. Das, das. Sand kann weg. Ich brauche nicht so viel Erde gerade. Da reicht das hier. Und das ein bisschen. Dann sollen wir gucken, dass wir eben ein bisschen Cobblestone hier unten. Da können wir das hier eigentlich wegfarmen. An diesen Stellen hier. Und haben das dann schon mal. Und wenn nicht brauchen, können wir. Nein, nein, nicht. Oh, die ist natürlich blöd, die Fortune-Spitzhacke dazu benutzen. Lalalalalala. Zack. Dann können wir das eben nicht wegmachen und haben ein bisschen Cobblestone gefarmt. Dann brauchen wir nicht irgendwie unnötig irgendwo Cobblestone farmen, sondern farmen es einfach direkt hier für unseren Gang weg. Dann waschen wir nämlich zwei Sachen mit einer Hand. Blub, 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 blub. Meine Güte, wie viele Dinger sind denn da unten? Guck, guck. So, hier geht's dann auch noch rechts weiter. Ah, diesen ollen Marble, ey, den weiß ich auch noch nicht, ob ich den benutzen werde. Den kann man eigentlich ganz schön brennen. Geh weg. Na, kommt her. Ja, jetzt kommt's alle hier an. Din, 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 din. Level 15. Oh, da kommt der nächste. Armadillo in Schlacht. Riesen. Möchte ich doch alle ärgern hier. War's wohl mit euch. Spaßvögeln hier. Aber weiter Cobblestone farmen. Und die Folge ist auch gleich schon wieder zu Ende. Schade. Muss ja gleich noch eine weitere dranhängen. Müssen auf jeden Fall ein bisschen im Voraus aufnehmen. Weil ich habe ja genug Let's Plays, die am Start sind. Das tut mir auch leider leid dafür, aber das ist nun mal so. Lalalala. Und wir wollen ja vorankommen, deswegen. Da werden wir sowieso etwas länger brauchen. Also wir sind ja sowieso allein und gründen ja eine eigene Stadt. Beziehungsweise so einen eigenen Festungsturm hier, der richtig aufgemöbelt wird. Aber dazu müssen wir erstmal was hier hinblättern sozusagen. So. Kohle, 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 Kohle. Kohle kann man immer gut gebrauchen, deswegen brauchen wir sowieso viel Kohle. Und in der Fortune-Lage gibt's, weiß gar nicht, was gibt's jetzt? 33. Gut, 34. Dann gab es drei hier gerade und hier gibt es nochmal auch nochmal drei. Also das lohnt sich auf jeden Fall mit einer Fortune-Spitzhacke. So, den Marble erstmal hier unten ins Loch reinstopfen. Machen wir erstmal Erde hin. Oh, wir haben keine Spitzhacke mehr. Ne, die nimmst du nicht. Wir nehmen die hier. Ah, da kriegen wir aber noch gleich noch eben hin, dass wir das ans Laufen bekommen. Na. Eisen ist immer gut. So. Eieiei, draußen wird es auch schon wieder dunkel. Und noch ein paar Armadillos hier unten. Ei, glaubst du nicht. Ist das dunkel hier. So. Gleich auch noch hier eine... Oh ne, da rein ist blöd. Da ist eine Fackel hin. So. Na, wer will Stress? Ach so, jetzt habe ich ja kein Wasserbecken daneben an. Nein! Was willst du, du? Du, weiß ich noch nicht. Du O-Strich. Steht doch da O-Strich. Guck. O-Strich. Hätte ich doch nichts dafür, dass der so heißt. Nein, die Strauße. Strauß. So. Dann kommt das hier noch hin. Hier kommt der Wasser hin, hier kommt Erde noch hin. Da, 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 dann. Gehst du jetzt mal weg? Husch. Husch. Hier kommt... Hier kommt das nicht hin.
Alter, wo ist der Lizard? Lizard, Lizard, Mann, Lizard, Mann. Oh, da ist eine Spinne, da ist eine Spinne, da ist eine Spinne. Lizard, komm her. So, die kommt weg. Die Folge. Da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und tschüss.